So Leute, ja, Kreuzheben habe ich ja versprochen gehabt, wird in nächster Zeit ein bisschen öfter kommen. Ich habe jetzt 2 Trainingseinheiten ohne Kamera gemacht und habe die 200 Kilo drauf und will mal gucken, ob ich die bewältigt kriege und wenn ja, wie viele Wiederholungen. 200 Kilo 5-mal habe ich schon als Video, werde ich euch hier drauf verlinken, könnt ihr euch mal angucken. Und wir wollen uns langsam steigern. 210 Kilo 2-mal ist mein bisheriger Rekord mit einer sehr schlechten Technik. 200 Kilo. Ah ja, übrigens, ich habe da vorne die neueren Scheiben, die ich bekommen habe, aufgelistet. Meine Digi-Waage ist kaputt, habe ich festgestellt. Die habe ich über 2 Jahre nicht benutzt gehabt. Die ist irgendwie kaputt, warum auch immer. Werd mir jetzt demnächst eine Waage holen und die neueren Gewichte mal abfilmen, ja, für euch. Zwei Wiederholungen waren drin. Wie gesagt, ich hab die letzten 2 Trainingseinheiten nicht mit aufgenommen. Ah ja, übrigens, eine Sache muss ich euch zeigen. Ganz kurz. Komm mal raus hier. Entschuldigt auch die Unordnung. Heute sieht es besonders schlimm wieder aus. Nichtsdestotrotz möchte ich euch mal was zeigen. Und zwar... Irgendjemand hat, also ich werde es am Anfang des Videos drauf kommentieren, irgendjemand meinte, diese Scheiben, diese schwarzen, sehen aus wie Plastik. Ja, also, die habe ich auch irgendwann mal vor über 1,5, 2 Jahren neu geholt. Also wer die Firma nicht kennt, der hat mit Fitness noch nie was zu tun gehabt. Gorilla Sports, aber gut. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall demnächst eine Digi-Waage holen und das mal abfilmen alles. Und hier die 25er, wisst ihr ja. Ich habe die alten Gewichte von mir alle schon mal abgefilmt. Also das werde ich auch hier drauf kloppen. 2 20er, dann hier noch ein 10er. Ne, Entschuldigung. 2 20er, die großen Scheiben, 20er kleine Scheibe und 10er außen. Irgendein Zuschauer, ich glaube, der hat noch nie irgendwie mit Gewichten zu tun gehabt. Der kennt sich wohl überhaupt nicht aus. Meinte wohl, deine Scheiben sehen aus wie Pappscheiben. Die habe ich alle mal abgewogen, ja, mit einer Digi-Waage. Könnt ja mal drauf gucken. So. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mal Kreuzheben wieder ein bisschen reinklotzen. Beim nächsten Mal, versprochen, ist die Wohnung wieder ein bisschen sauberer und ordentlicher. Ich habe die letzten Tage viel hier Internetgeschichten, Unity Media zerstört zurzeit so ein bisschen mein Leben. Ständig jede Woche einmal Internetausfall, warum auch immer. Aber hoffentlich haben die das heute mal hingekriegt. Was gibt's denn Neues? Ja, übrigens, wegen Silvester 2017. Kommt jetzt direkt im Anschluss auch ein Video. Da geht es um Silvesterparty und so. Da könnt ihr mir schreiben. Was gibt es noch Neues? Ja, wenn ich es endlich mal wieder hinkriege, Bankdrücken hochzuladen und so weiter und so fort. Und ja, 210 Kilo 2-mal mit einer schlechten Technik. Ich meine, die Technik gerade war auch nicht viel besser. Aber gucken, vielleicht kriege ich ja mal eventuell... dieses Jahr, ich weiß nicht, oder Anfang an, irgendwann Mitte Januar nächsten Jahres, also jetzt in 2, 3, 4 Wochen, die 215 Kilo Kreuzheben geknackt. Stellt euch das mal vor, der Akku knackt 215 Kilo Kreuzheben oder sogar 220, man weiß es nicht.
Aber sachte, sachte, weil die Technik ist leider nicht die beste. Alles klar, ganz wichtig, alle Links unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst, wir YouTuber sind alle QVC-Verkäufer geworden. Wir müssen ja auch von was leben. Die Links unten in der Beschreibung und unten in den Kommentaren mal anklicken. Ich habe da zwei Sponsoren und eine Firma, die Charity-Geschichten macht. Das heißt, die Gewinne von der einen Firma gehen komplett als Spende an bedürftige Leute, Flüchtlinge und so weiter, die in der Türkei festsitzen und so weiter und so fort. Es sind drei Links, die müsst ihr unten in der Beschreibung und in den Kommentaren anklicken. Viele Kommentare wären nett. Bisschen Support wäre nett und wir sehen uns auf jeden Fall noch zwei, drei Mal, bevor das Jahr endet. Mit Trainingsvideos, mit Labervideos. Wir sehen uns, bis dann, ciao.